Und los geht's. Wo seid ihr denn? Oh, hi. Oh, ja. Hi. Hi. Also ich liebe Tiere, egal ob Hund, Katze, Pferd, Hamster, Meerschweinchen. Aber leider habe ich kein eigenes. Aber es gibt ja unseren Studiokater Emil und für den bauen wir gleich 3 verschiedene Spielzeuge. Und ich glaube, eure Katzen daheim werden es auch richtig cool finden. Eine Spielkiste, ein Enthaarungshandschuh und einen Wasserspender. Viel Spaß! Ich zeige euch, wie ihr eine selbst nachfüllbare Wasserstation für eure Haustiere basteln könnt. Für den Wasserspender braucht ihr 2 dicke Kartons, eine Schüssel, Flüssigkleber, Tonpapier, Tape, einen Stift, eine Plastikflasche, ein Klettverschlussband, eine Schere und buntes Band zum Verzieren. Als erstes knickt ihr einen Karton in der Mitte und schneidet an der Knickfalte den Karton etwas ein, damit ihr ihn zu einer Ecke biegen könnt. Als nächstes klebt ihr den Karton auf den 2. Karton. Achtet darauf, dass die Ecken gut aneinander liegen. Klebt nun die Flasche kopfüber mit dem Klettband an die Kartonwand. Achtet dabei darauf, dass der Flaschenhals in und nicht über der Schüssel ist. Jetzt könnt ihr den Wasserspender ganz nach eurem Geschmack verzieren. Schneidet zum Beispiel Kreise und Dreiecke aus und klebt sie auf den Karton. Wenn ihr fertig seid, füllt die Flasche mit Wasser, hängt sie auf und schraubt vorsichtig den Deckel ab. Dann müsst ihr nur noch warten, bis das Wasser die Schüssel füllt. Solange die Wasserflasche das Wasser berührt, befindet sich hier oben ein Unterdruck und es kann kein Wasser nachfließen. Trinkt jetzt aber die Katze aus der Schale, sinkt der Wasserspiegel und es kann Wasser wieder nachfließen. So lange, bis die Flasche das Wasser wieder berührt und hier oben wieder ein Unterdruck entsteht. Hunde und Katzen verlieren echt eine Menge Haare. Wie ihr das in den Griff bekommen könnt, zeige ich euch. Alles, was ihr dafür braucht, sind ein paar dicke Gummihandschuhe, eine Unterlage und eine Heißklebepistole. Auf der Innenseite des Handschuhs spritzt ihr punktförmig in regelmäßigen Abständen Heißkleber auf den Handschuh. Schön vorsichtig aber, damit ihr euch nicht verbrennt. Das Gleiche macht ihr jetzt noch mit dem 2. Handschuh. Und schon sind eure elektrostatischen Fellhandschuhe fertig. Das Plastik des Handschuhs lädt beim Streicheln die Haare elektrisch auf und zieht sie an. Somit könnt ihr sie ganz einfach sammeln und entsorgen. Das Tolle an diesen Noppen ist zusätzlich, dass ihr euren Lieben eine schöne Massage gönnen könnt. Na, das magst du auch, oder? Katzen und auch Hunde sind ja sehr intelligent. Jetzt ist es so, wenn die sich langweilen, können die auch ab und zu so ein bisschen viel Unfug machen. Wie man sie jetzt zum Beispiel beschäftigen kann, das zeigen wir euch. Ihr braucht einen Schuhkarton, buntes Papier und eine Schere. Packt den Karton ein, als wäre es ein Geschenk. Tipp, schneidet die Ecken schräg ein, dann geht's leichter. Nun braucht ihr noch etwa 7 Klorollen, eine Küchenpapierrolle, Kleber und Pappe. Die Rollen klebt ihr zusammen und ordnet sie so an, wie es euch halt gefällt. Faltet die Pappe und baut damit kleine Trennwände. Wenn es ganz schick werden soll, könnt ihr statt Klorollen auch Federn oder Pfeifenputzer in die Box kleben. Viel Spaß beim Selbermachen! Genauso wie bei uns ist es bei Tieren so, dass sie ab und zu ihr Gehirn mal ein bisschen trainieren müssen, damit sie nicht komplett einrosten. Dafür kann man hier super Leckerlis verstecken für Emil und der muss dann richtig viel Gehirnschmalz aufwenden, um die wieder zu finden. Und das ist auch gut für den, ne? Ist ja auch Sinn der Sache. Na, da war doch für jeden Tierfan was dabei, würde ich sagen. Falls ihr wissen wollt, was wir sonst noch so zaubern, schaut doch mal unsere anderen Videos an. Zum Beispiel zeigen wir euch, wie ihr euren eigenen tollen Lippenbalsam herstellen könnt. Alle Videos von Princess of Science findet ihr unter zdftv.de oder in der TV-App.